So, wir kommen zum Punkt Nummer 7. Und zwar, was möchten alle Verkäufer haben? Alle Verkäufer möchten schnell und sicher verkaufen. So, schnell, in der Regel ist es so, man hat einen Grund, warum man verkauft. Der Fokus ist woanders, man zieht um, man möchte vielleicht die nächste Immobilie finanzieren, man braucht daraus wieder den EK rauszuziehen. Man möchte Kapital erzielen, man möchte vielleicht eine Erbschaft, man möchte eine Erbengemeinschaft auflösen. Es gibt sehr, sehr viele Gründe für einen Immobilienverkauf. Die es am meisten, am schnellsten haben wollen, sind die Scheidungsverkäufe. Wenn gerade die Immobilie wegen der Scheidung, also sprich gegen der Teilung, ähnlich bei Erbengemeinschaften, auch da geht es oft um Teilung, verkauft werden muss, dann ist es oft so, dass es wirklich echt schnell gehen muss. Weil die Zeit, je länger das dauert, es nützt keinem was. Man hat eine Absicht und alles, was dann noch länger dauert, sich hinzieht, wird immer nur unangenehmer für die Parteien dabei. So, das heißt, schneller Verkauf ist echt sehr wichtig. Sicherer Verkauf? Sicher ist, oder ein Verkauf ist erst abgeschlossen mit Geldfluss. Es ist unheimlich wichtig, dass man auch dann einen potenziellen Käufer aussucht, der auch garantiert das Geld zahlen kann. Wir hatten auch schon mehrere Objekte übernommen gehabt, wo der Käufer vom abgesprungen ist. Also sprich, es gab echt Notartermin, aber Geld ist nicht geflossen. Gut, was kann ich da tun? Ich kann eine Zwangsvollstreckung beauftragen. Die habe ich im Kaufvertrag automatisch mit drin. Sobald Kaufvertragsfälligkeit mitgestellt wird, kann ich sofort am nächsten Tag sofort Vollstreckungsmaßnahmen leiten. Aber was habe ich davon? Da muss ich jetzt das Geld, was er nicht hat und von der Bank nicht kriegt, versuche ich zu vollstrecken. Das funktioniert nicht. Das geht einfach nicht auf. Von daher ist ganz wichtig, einen schnellen und sicheren Verkauf dabei zu haben. Wie gesagt, es nützt mir nichts, wenn ich einen potenziellen Käufer habe, der nachher zum Notartermin noch kommt, unterschreibt, aber dann doch die Finanzierung platzt oder gar keine Finanzierung erst hatte oder wie auch immer. Haben wir alles schon mitgekriegt, dass es sowas gibt? Das sind zwei Punkte, die muss man unbedingt beachten und ganz sicherstellen. Ist sicherlich die Ausnahme. Jeder vernünftige Mensch würde sowas nicht tun. Aber auch da gibt es vielleicht Unerfahrenheit. Welche Gründe auch immer das sein mögen, weiß ich nicht. Aber ganz wichtig sind für uns immer Geschwindigkeit und Sicherheit beim Verkauf.